Das ist das Galaxy Note 20 Ultra und es lässt sich ziemlich gut mit einem Satz zusammenfassen. Verschenktes Potenzial. Ob es sich vor allem jetzt in Anbetracht der Konkurrenz des Galaxy S21 Ultra noch lohnt, das erfahrt ihr in diesem Video. Zuerst aber ein dickes Dankeschön an den Sponsor des heutigen Videos, Maono. Die Leute von Maono haben mir ihr aktuelles Mikrofon zukommen lassen, das Maono AUA04T. Damit werde ich ab sofort den Ton meiner Videos aufnehmen, angefangen bei diesem hier. Wenn ihr euch nach Mikrofonen umschaut, kosten die meist ein Vermögen, dieses hier kostet nicht mal 70 Euro. Den Klang könnt ihr euch ja gerade selbst anhören, der klingt meiner Meinung nach recht ordentlich. Wenn ihr Interesse habt, schaut gern mal in der Videobeschreibung vorbei. Als ich das Galaxy Note 20 Ultra das erste Mal hantiert, da war ich geschockt. Es ist riesig in allen Dimensionen. Ich habe es von Samsung in der bronzefarbenen Variante zugeschickt bekommen und wow, fühlt sich das Gerät hochwertig an. Der Rahmen an den Seiten ist hauchdünn, ebenso wie die Ohrmuschel, die trotzdem Teil von richtig guten Stereo-Lautsprechern ist. Die matte Farbe gefällt mir richtig gut und sieht auch viel besser aus als die glänzenden Smartphone-Rückseiten. Das Highlight ist aber selbstverständlich das Display. 120 Hertz, Quad HD Plus Auflösung, wunderbar schmale Ränder und eine dezente Abrundung an den Seiten. Die Farbe sieht stattlich und edel aus und unterstreicht die enorme Größe des Kameramoduls. Tschüss Popsocket, hallo Note 20 Ultra. Zudem sind die 120 Hertz adaptiv, das bedeutet, dass sich das Display jetzt, wo ihr dieses Video guckt, nur 30 Mal in der Sekunde aktualisiert, was Akku spart. Der einzige Haken ist, dass das nur bei einer Full HD Plus Auflösung klappt. Außerdem ist dieses Display der lebende Beweis, dass OLED perfekte Blickwinkel ermöglichen kann. Die Edges verfärben sich nur bei extrem hellen Untergründen etwas, also kein Alltagsproblem. Der Innendisplay-Fingerabdrucksensor war in meinem Test ziemlich zuverlässig. Ich höre immer wieder von Leuten, der ist nicht so gut, aber ich bin ehrlich, ich hatte damit absolut keine Probleme. Nur der schnellste ist er nicht. Das Gerät ist außerdem wasserdicht, auch wenn ich das nicht probiert... Okay, habe ich doch. Hat überlebt. Man hat ja viel Schlechtes über den Samsung Exynos 990 gehört und da dachte ich mir, das muss ich genau testen. Was ich herausgefunden habe, ist leider noch schlimmer als ich vermutet habe und kein Reviewer, den ich bis jetzt geschaut habe, hat dieses Problem ordnungsgemäß angesprochen. Aber fangen wir erstmal von vorne an. Es sind 12 GB RAM und 256 GB superschneller UFS 3.1 Speicher verbaut, das sorgt im Alltag für eine richtig gute Performance. Aber ich habe leider auch weniger schöne Dinge zu erzählen. Zuerst habe ich den AnTuTu Benchmark geöffnet, was quasi die Referenz für Leistung in Smartphones ist. Bevor ich den Benchmark begonnen habe, war der Prozessor allerdings schon auf 46 Grad Temperatur, was schon viel über den Chip verrät, weil er noch nicht mal arbeiten musste bis jetzt. Um die Ausdauer des Prozessors zu testen, habe ich dreimal den AnTuTu Benchmark durchlaufen lassen, dann habe ich zweimal den 3D Mark Stress Test durchgeführt und bin dann wieder zurück zu AnTuTu. Der Prozessor des Galaxy Note 20 Ultra hatte eine Temperatur von 70 Grad Celsius. Das ist keine gesunde Temperatur. Und alarmierend. Aber merkt man das im Alltag? Naja, als ich es dann nach ein paar Stunden wieder in die Hand genommen hatte, habe ich eine Stunde YouTube geguckt. Und ganz schnell war das Note wieder auf 50 Grad. Ich habe das Note dann mal gegen ein Snapdragon Note 20 Ultra von Trading Shenzhen antreten lassen und die Ergebnisse haben mich ehrlich schockiert. 505.000 Punkte beim Exynos gegen 582.000 Punkte beim Snapdragon. Für alle, die nicht rechnen wollen, das sind 10% Vorsprung plus 15% Temperaturunterschied obendrein. Und die Differenz ist verglichen mit dem S20 Ultra nochmal größer geworden. Was bedeutet das nun für den Alltag? Hauptsächlich eine höhere Wärmeentwicklung. Das stellt einen höheren Energieverbrauch dar, weil die aufgewendete Energie bei der Hitzeentwicklung verloren geht. Und das zeigt sich leider auch beim Akku. Ich sag's euch so wie es ist, mich bringt er nicht über den Tag. Es sind bestenfalls mal 5,5 Stunden Screen-On-Time drin, aber auch das schaffe ich selten, zumal der Standby-Verbrauch relativ hoch ist. Ich nutze mein Smartphone nicht jeden Tag 5,5 Stunden und trotzdem bin ich nicht einmal über einen ganzen Tag gekommen. Wireless Charging gibt es, das ist aber ätzend langsam bei mir und 25 Watt Kabelladen fühlt sich auch eher langsam an als angegeben. Und das ist der größte Kritikpunkt am Galaxy Note 20 Ultra. Der Akku, denn die Kamera zeigt, das Gerät könnte so gut sein. Der 108 Megapixel Hauptsensor ist riesig, es gibt eine ultraweite Ultraweitwinkelkamera und der fünffach optische Zoom ist wunderbar für besondere Perspektiven. Ich glaube, ich muss euch nicht sagen, dass das Note 20 Ultra gute Bilder macht. Es hat alle Fehler verbessert, die wir noch beim S20 Ultra hatten. Naja, zumindest fast.
Der Laser-Autofokus hilft beim Fokussieren, der vierfach optische Zoom ist jetzt fünffach und der Wechsel zwischen den Linsen schneller und flüssiger. Allerdings ist durch den großen Sensor bei Makroaufnahmen eine ziemliche Verzerrung sowie Ghosting zu den Rändern hin erkennbar und Wunder, Fokusprobleme gibt es manchmal immer noch. Zugegeben, sie sind echt selten, aber ich wollte hier das LG Velvet 5G fotografieren und der Autofokus ist spontan Kaffee trinken gegangen. Videos gibt es in 4K 60 mit allen Linsen in 4K 30 und für Leute, die mit einem Stativ filmen, gibt es den 8K-Modus. Der ist allerdings nicht stabilisiert. Ich würde jedem 4K 30 ans Herz legen, da man die besten Ergebnisse erhält, vor allem durch die Möglichkeit mit allen drei Brennweiten zu filmen. Die Frontkamera hat einen Autofokus, wodurch man hiermit trotz nur 12 Megapixel eines der schärfsten Selfies und zusätzlich Videos in 4K 60 bekommt. Die Software ist hier One UI 3 mit Android 11 als Basis und ich persönlich finde diesen vielen Weichzeichner in der UI gar nicht schlimm. Der Sicherheitspatch ist von Januar, das System läuft natürlich rund und ich mag One UI. Noch ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind. Im Querformat gibt es manchmal ungleichmäßige schwarze Ränder, der untere Lautsprecher wird im Hochformat leicht verdeckt, was dann schrecklich klingt und der S-Pen ist in meinem Alltag tatsächlich recht oft in Benutzung. Es ist einfach entspannter, E-Mails mit Handschrift zu beantworten. Außerdem ist der Vibrationsmotor mega, das gibt einem die letzten 10% High-End-Feeling. Und das ist das Galaxy Note 20 Ultra. Exynos-Variante. Wenn euch der S Pen im Smartphone selber wirklich so viel wert ist, wenn es euch wirklich viel wert ist, dass ihr ihn hier einfach ins Gerät reintun könnt und nicht so ein dickes Case haben müsst, dann würde ich sagen, versucht euch ein Snapdragon Note 20 Ultra aufzutreiben. Das gibt es zum Beispiel bei Trading Shenzhen zu importieren, ihr müsst aber wissen, dass da die ein oder andere App dann halt auf Chinesisch ist, aber ich sag's mal so, lieber ein paar chinesische Apps, chinesisches Bixby als den Exynos. Um nochmal zur Ursprungsfrage zurückzukommen, würde ich das S21 Ultra dem Note 20 Ultra vorziehen? Ich würde sagen, ja. Denn, ja natürlich, das Note 20 Ultra ist ein super Gerät und ich finde es auch vom Design her tatsächlich auch schöner. Allerdings ist das S21 Ultra halt so ein bisschen, ja, das Note 20 Ultra Ultra mit S Pen Support und fast alles verbessert. Der Exynos im S21 Ultra ist, naja, fast auf Augenhöhe mit dem Snapdragon und dadurch macht es das für mich zu einem besseren Deal. Ansonsten schaut mal in die Videobeschreibung, da habe ich euch nochmal alles verlinkt. Trading Shenzhen Note 20 Ultra, das Exynos Note 20 Ultra, wovon ich ja abraten würde, und das S21 Ultra von Samsung. Ich glaube, das wäre das, wozu ich greifen würde, aber ja, die Entscheidung überlasse ich einfach mal euch. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann drückt gerne den Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Danke fürs Zuschauen. Ciao.